Wir müssen auf unsere Schöpfung Acht geben. Wir haben hier etwas hinterlassen bekommen oder übergeben bekommen, im Vertrauen im Endeffekt darauf zu achten. Ich kann nicht nur immer nehmen, 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 sondern ich muss auch ein bisschen was retour geben. Laudato si, lobet den Herrn. Was Papst Franziskus in seiner Enzyklika zum Thema Umwelt- und Klimaschutz schreibt, wird hier schon seit Jahren gelebt. Die Pfarre Atzgersdorf im 23. Wiener Gemeindebezirk hat sich ganz der Schöpfungsverantwortung verschrieben. Wir wollen hier im Endeffekt nichts anderes als wir ein Energiemanagement schaffen, um den Eigenverbrauch auf Maximum zu erhöhen. Wenn ich eine Photovoltaikanlage habe, den Energieverbrauch auf 100% zu erhöhen, um eben kostendeckend zu sein und energieschonend. Das heißt, die Energie, die ich mir selbst produziere, verbrauche ich auch zu 100% selbst. Überschuss kann ich einspeisen und den Netz zur Verfügung stellen. Horst Gregor Jung ist engagiertes Pfarrmitglied und Elektriker. Ein wahrer Glücksfall. Sein fachliches Know-how ist Gold wert auf dem Weg zur Klimaneutralität. Einiges ist bereits passiert. So thront auf dem Dach des Pfarrsaals eine Photovoltaikanlage. Damit kann der Pfarrhof ca. 80% seines Stromverbrauchs mit nachhaltiger Energie decken. Im Prinzip ging es uns um den grünen Gedanken. Wir wollten hier einfach schauen, dass wir auf einen grünen Zweig kommen, den Stromverbrauch so weit wie möglich minimieren, sprich eben den Eigenbedarf so weit erhöhen, dass wir eigentlich ohne Stromzukauf da eigentlich über die Runden kommen. Der grüne Gedanke zieht sich durch. Neben einer digitalen Anzeigetafel verfügt die Pfarrkirche über eine LED-Beleuchtung und eine stromsparende Infrarotheizung. Das ist im Prinzip alles Ökologie. Im Endeffekt, wir hinterlassen unseren Kindern irgendetwas und das ist die Frage, was hinterlassen wir ihnen? Hinterlassen wir ihnen ein Chaos, unter Anführungszeichen? Auch auf die Südseite des Kirchendachs soll eine Photovoltaikanlage. Ein nicht ganz unumstrittenes Projekt. Die Kirche ist ein denkmalgeschütztes Gebäude. Das ruft die Behörden auf den Plan. Trotzdem soll eine Solaranlage auf der Kirche ein Herzeigeprojekt für ganz Österreich werden. Es fehlt viel und wir müssen auch aktiv weiter tun. Das obliegt aber einer jeden Gemeinde, einer jeden einzelnen Pfarre und einer jeden einzelnen Person, aktiv sich daran zu beteiligen, in die Zukunft zu gehen im Endeffekt.